Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich freue mich so, dass ich mit euch endlich dieses Video drehen kann. Noch ganz kurz, ich heiße Steffi Waldner-Scharfen, komme aus der Nähe von München und bin Stampin' Up! Demonstratorin. Das heißt, die Produkte, die ihr im Video seht, könnt ihr über mich bestellen. Und jetzt legen wir los. Diese Produkte könnt ihr auch über mich bestellen, aber die könnt ihr nicht kaufen, sondern die gibt es im Juli komplett gratis. Das sind nämlich brandneue Celebration-Produkte. Wenn ihr für 60 Euro bestellt, könnt ihr euch so gratis Artikel verdienen und für 60 Euro könnt ihr euch die Stempel aussuchen und wenn ihr 120 Euro in eurem Warenkorb habt, gibt es sogar die Stanzen noch gratis dazu. Und was man mit diesem tollen, bezaubernden, super süßen Set machen kann, das probieren wir jetzt gleich aus. Reden wir mal über das Stempelset. Wir haben vier tolle Sprüche, hippe Grüße, du bist spitze, danke, du bist schwer in Ordnung, mal abtauchen wirkt Wunder. Finde ich super, gefällt mir richtig gut. Aber die Stanzformen, ich kaufe ja ganz oft nur die Stempelset, weil ich finde, so ganz unkomplizierte Formen kann man auch mal schnell ausstanzen. Aber hier unbedingt die Stanzformen dazu shoppen. Es sind dann auch schon Weihnachtsprodukte gültig, wenn ihr in der Celebration einkaufen könnt. Also da gibt es bestimmt noch genug, könnt ihr euch jetzt schon eindecken, weil hier kann man die drei Nilpferde ausstanzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das 1 zu 1 ist. Ja. Die drei Silhouetten, aber dann haben wir hier einen Waschzuber, Wellen, Blumen, einen Partybommel für die Mütze, eine Sonnenbrille, eine Taucherbrille, ein Boot, ein Schirm und Herzchen. Ich finde, das ist mega vielseitig und ich freue mich total. Und wir werden jetzt heute schon ganz viel von den Stanzen benutzen. Doch erstmal stempeln wir das Nilpferd. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt eine nicht ganz so schlichte Einstiegskarte. Wir benutzen das so richtig und schauen mal, mit was sich dieses tolle Set alles so kombinieren lässt. Ein bisschen größeren Block brauchen wir. Schauen wir mal. Ich habe hier noch so Reste-Etiketten. Und was habe ich nicht? Wo ist mein Mento-Stempelkissen? Hier. Als erstes stempel ich mir natürlich das super süße Hippo. Ich hoffe, es passt da drauf. Oh, haarscharf. Aber ich möchte das Hippo gerne in das Boot setzen. Und deswegen ist uns das fast ein bisschen egal, dass unten die Füße rausschauen. Jetzt wird koloriert. Jetzt gibt es ja mehrere Art und Weisen, wie man so ein Nilpferd kolorieren kann. Weil diese Nilpferdschnauze hier, die macht man in Blütenrosa, genauso wie die Öhrchen. Und ich würde sagen, den Bauch, der ist bei uns auch Blütenrosa. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, wenn sich die kleinen, dicken Nilpferde ein bisschen umdrehen, wobei das, glaube ich, gar nicht so oft zu sehen ist. Oder wenn sie mal rauskommen und man sieht, dann sieht man, dass die am Bauch ganz helle Haut haben. Genau. Das sind ja wirklich so knuffige Dickhäuter und man kann gar nicht glauben, dass die in Südafrika oder in Afrika generell im Gewässer herumdümpeln und wenn sie gestört werden, dann herausschießen und wirklich viele Menschen auf dem Gewissen haben. Lüpp. Und die dann tottrampeln, glaube ich sogar. Aber der hier nicht. Der ist ganz lieb. Da habe ich jetzt mit Hell- und mit Dunkelblütenrosa die Schnauze und den Bauch koloriert. Jetzt schauen wir mal, wo es hier so einen Schatten werfen könnte. Tschüpp, tschüpp, tschüpp. So, das ist das Schöne mit den Alkoholblends. Da gibt es einfach kein, ist nichts geworden. Das ist immer schön. Und auch wenn man ausprobiert und mal überlegt, oh, hier ein Schatten, da ein Schatten, schaut immer gut aus. Und das freut mich total. So, jetzt hat noch den Rest des Körpers.
über diese Striche, da male ich ein paar Mal öfter drüber, weil dann verschwimmt es so richtig. Und man hat richtige Schatten ohne diese harte Kante. So. Genau, 1, 2, 3. Noch das Ärmchen. Und mir gefällt es so gut, dass man diese Nilpferde, also da bin ich ganz gespannt, was den Leuten da jetzt alles einfällt, weil das unheimlich vielseitig ist. Als Hintergrund für meine Nilpferd im Boot-Karte habe ich mir die Gentle Waves ausgesucht. Das ist ein Hintergrundstempel, der im Moment gerade ausläuft. Also wenn ihr das im Juni seht, könnt ihr den sogar reduziert in der Ausverkaufsecke. Ist ja 30% günstiger und das ist so ein schöner Stempel. Es gibt ihn noch aktuell am 4. Juni. Keine Ahnung wie lange. Schlag zu. Schaut mal in den Shop auslaufend. Der Link zum Shop ist mein Kontaktlink unten in der Infobox. Da drückt ihr dann einfach auf steffiwaldner@stampinup.net und dann kommt mein Foto mit meinen Kontaktdaten und da könnt ihr ins Menü gehen und auf Jetzt shoppen drücken. Und genau da geht ihr aus Laufartikel bei Angebote und Aktionen und da könnt ihr dann die reduzierten Artikel anschauen und das möchte ich euch sehr ans Herz legen, weil das sich so unheimlich rentiert und es sind so schöne Produkte im Ausverkauf. Da kann man einfach nur zuschlagen. So, also Kartenhintergrund. 10 x 14 cm. Und jetzt habe ich auch was für euch. Das seht ihr bei mir gar nicht so oft. Das ist der Stamparatus. Der Stamparatus ist ein Präzision, eine Stempelhilfe. Und das Gute ist, er hat hier, sind wahrscheinlich 20 auf 20 die Platten. Also große Acrylplatten, zwei Stück. Ups. Wo man dann ganz genau die Stempel montieren kann. Das sind quasi sehr große Acrylblöcke, ersetzt das. Oder wir machen es so. Aber das war nicht gut, weil letztes Mal... Also ich suche jetzt eine Position für mein Papier. Dann lege ich den Stempel drauf. Dann kommt hier Nummer 1. Jetzt haben wir nämlich schon den Salat. Ich wollte es nämlich, ja, wobei, da machen wir es. Ich habe es mir gerade überlegt. Ich wollte eigentlich eine aufrechte Karte, aber jetzt machen wir es quer. Dann die optimale Wasserfarbe ist für mich schon ein bisschen Babyblau. Klappen wir es auf. Mit dem Stempelkissen wird der komplette Stempel hier eingefärbt. Geht auch mit den Spots total schön. Genau. Und dann haben wir ganz tolle Wellen. Und weil ich gerade Spots sage, fällt mir ein, dass ich in Pazifikblau oder in Türkis, oh, hier ist aber auch das Stempelkissen, Karibikblau, könnten wir hier fast noch ein bisschen an der Seite das so ein bisschen einfärben. Oh. Habe ich mein Papier eingefärbt. Mist. Drehen wir es um. Schipp. So war das jetzt natürlich gerade nicht gedacht. Gell? Und jetzt habe ich es zweifarbig eingefärbt, was eigentlich total schön ist. Jetzt haben wir hier nur so eine harte Kante. Vielleicht mit so einem Fingerschwämmchen. Wir nehmen einfach hier den Pinsel. Bisschen verwischen, dass man nicht genau so ein Stempelkissenrand hat. So. Bisschen draufhauchen, damit die Feuchtigkeit, die Atemluft in der Feuchtigkeit, tipps, das alles nochmal aktiviert. Jetzt tun wir hier einmal feste drücken und schon haben wir so eine schöne Wellenkarte. Da seht ihr, da habe ich schön die Kante ein bisschen verrieben. Hier ist es ein bisschen härter. Ach, das macht jetzt gar nichts. Das ist jetzt unser hippe Grüße-Hintergrund, würde ich sagen. Den nehmen wir jetzt, so wie er ist. Ich
schneide einfach einen halben Zentimeter ab, dann sieht man auch die Kante nicht mehr. Das liebe ich so am Papier basteln. Wenn es nicht ganz hinhaut, schneidet man einfach was ab. Oder drehen es um. Oder machen es nochmal. Oder nehmen einfach neues Papier. Wenn es kein Designerpapier ist, dann tut es richtig weh. So, jetzt haben wir hier unsere Welle. Dann kommt mit der Stanzform, ich würde sagen, das ist die hier, wird das Nähpferd ausgestampelt, stanzt das Schöne. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ihr seid im Bilde. So. Einmal durchkurbeln, dann haben wir schon das Nähpferd. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir das stehend quasi ins Boot kriegen oder ob wir das einfach abschneiden müssen. Das probieren wir jetzt aus. Also hier ist unser Nähpferd. Dann haben wir einmal das Bötchen. Da habe ich Kraftpapier genommen, weil ich irgendwie dachte, das ist jetzt eine gute Sommerfarbe. Habe ich die Taucherbrille und den Schnorchel gibt es in Gelb. So. Ja. Mal gucken, dass nichts verrutscht ist. Und dann wird das jetzt hier eine total coole Sommerkarte. Finde ich ja auch sehr witzig, schon allein die Relationen. Nähpferd im Boot. Zwei, glaube ich, kriegen wir da nicht rein. Das ist ein Solo-Boot. Dann darf der natürlich hier die schöne Taucherbrille aufsetzen. Braucht man Piekser. Genau, den Rahmen kleben wir einfach so auf. Bei der Sonnenbrille würde ich die Gläser hier vielleicht in Schwarz machen, aber es ist hier die Taucherbrille. Und dann noch den Schnorchel daneben. Und der fährt jetzt natürlich in seinem Sommerboot zum, in seinem Sommerurlaub zum Schnorcheln. Also. Jetzt habe ich hier ein bisschen viel Kleber, aber das macht gar nichts. Weil der liebe Tombo ja durchsichtig wird, wenn er weg ist. Einmal. Und zweimal. Und das Boot kleben wir ihm am Bauch fest, kurz hinterm Schwänzchen. So, jetzt weiß ich auch nicht. Schaut mal, das ist doch die Bootsschraube, oder? Würde ich sagen. Ich dachte erst, es ist eine Blume, aber bei genauer Betrachtung, das ist das Schöne, hier sind so viele kleine, sogar Mini-Sternchen, sehe ich gerade, also so viele unterschiedliche Stanzen, da muss man wirklich ganz genau hinschauen, um zu gucken, dass man da jedes abdeckt. Und ich werde jetzt die nächsten Tage mich auf diese tollen Karten konzentrieren und mal schauen, was wir da alles entdecken bei den Stanzformen und was wir da alles rausholen, weil auch das Schirmchen, das ist ja einmal schlechtes Wetter vielleicht. Hier haben wir so ein paar Tropfen und beim nächsten Mal ist es vielleicht die Ballerina. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich stanze mal schnell neben, unsichtbar für euch, hier am Nebentisch die Schiffsschraube raus. Und was ich jetzt da auch noch sehe, total süß, ist so ein Rettungs. Also hier haben wir die Bootsschraube noch. Mein Gott, ist das süß. So, oder? Ich wollte es jetzt noch am Boot kleben, weil ich noch nicht genau weiß, wie wir
diese Karte dann am Schluss positionieren. So, den Rettungsring, den gibt es jetzt auch noch. Und zwar in Weiß und vielleicht, ich überlege gerade, wie schaut denn ein Rettungsring aus? Also natürlich irgendwie rot-weiß. Aber vielleicht kann man das auch mit einem Stift ein bisschen anmalen. Ich hole mal einen glutroten Pen. Glutrot, wo bist du? Hell Chili? Nee, Chili ist mir zu weihnachtlich. Blutorange ist mir zu blutig. Jetzt haben wir aber dunkelglutrot. Da ist er. Hoffentlich. Hellglutrot. Okay. Also, wenn ihr schaut, bei dem Ring sind so ein bisschen Einkerbungen, diese Prägungen, und die versuche ich jetzt einfach mal rot anzumalen. Ich hoffe, es wird was. Wenn nicht, ist nicht viel Papier kaputt. Na, naja. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, also ich habe leider rausgemalt. Das heißt, das Rot breitet sich aus in der Hoffnung, dass die feinmotorischen Fähigkeiten, aber es schaut eigentlich ganz süß aus. Was meint ihr? Das passt doch so, oder? Dem hängen wir ihn jetzt auch noch hin. Hier vielleicht? Oh ja, oh mein Gott, ist der süß. Man könnte sogar zwei oder drei fahren lassen, sogar ein Wettrennen. Also, was wollten wir hinkleben? Den Rettungsreifen. Und dann bin ich ja mal gespannt. Ah, jetzt habe ich noch was gesehen. In Karibikblau könnten wir vielleicht noch die Welle machen, ob das gut ausschaut. Ich denke schon. Da schaut es sogar so in Wellen. Und die Wellen sind eigentlich sehr schön passend. Ich stanze jetzt einfach mal eine aus. Ich habe eh immer so viel so Streifenzeug da. Und dann vielleicht mit dem Blenderpen ein bisschen einfärben. Und dann kriegen wir so eine 3D-Welle doch super hin. Und das Schöne, seht ihr das? Das stanzt sogar nur oben. Also dann zwicke ich es mir hier ab. So. Karibikblau. Und das Schöne ist, dass das hier auch so Einkerbungen hat in Wellenoptik. Genau. Ihr seht, da wo ich zuerst drauf gekommen bin, sind hier so ganz blaue kleine Pünktchen. Aber nachdem das hier auch so gepünktelt ist, stört mich das gar nicht. So. Wow. Die Karte nimmt Form an. Jetzt hätte ich gerne. Schauen wir mal, was die Spruchauswahl sagt. Mal abtauchen wirkt Wunder. Ja, das ist doch für Leute, die jetzt in den Urlaub gehen, eine gute Sache. Für jemanden, für den Kollegen vielleicht. Das kann man am letzten Tag auf den Tisch legen. Und gerade gibt es jetzt viele, die ein bisschen gestresst sind, weil das doch immer die längste Zeit ist bis zum Sommerurlaub, wo man dann oft sich nicht so frei nimmt. Mal abtauchen wirkt Wunder, finde ich ganz toll. Jetzt brauchen wir nur noch ein Etikett. Da muss ich mal schauen, ob wir da ein schönes finden. Ich habe hier meine Lieblingsetiketten und würde da gerne dieses wunderschöne Oval. Das sind die, schauen wir mal. Du bist spitze. Ja, das passt super drauf. Und dann können wir das hier so wie so ein kleines Bullauge hinkleben. Und das passt sehr gut. Was man natürlich auch noch machen kann, wenn man schon ein bisschen Ausrüstung daheim hat, dass man noch mal ein bisschen Seegras oder einen Seestern, die ganze Ozeanserie rausholt, die sich so angesammelt hat. Und dann eine wirkliche Meereslandschaft. Aber wir sagen jetzt halt hier auf dem weiten Meer nur das Hippo.
kurbel das noch schnell durch die Big Shot. Und dann würde ich sagen, in welcher Farbe? Vielleicht in Nachtblau. Oder das ist ein Blauton. Oder wir machen Karibikblau. Ich lege es euch mal hin. Karibikblau, Nachtblau. Wir könnten ihn auch einfach nur in Schwarz machen. Schauen wir mal. Also, hier ist das schöne Etikett. Und da seht ihr, dass das so ein toller geprägter Rand ist. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Das machen wir jetzt ganz klassisch mal nach oben rechts. In Schwarz. Der Kontrast gefällt mir. Wir haben ja hier schon so das weite Meer in sehr blau. Einfach abtauchen wirkt Wunder. Oh ja, ich freue mich auch schon so. Nächste Woche fliege ich mit meinem YouTube-Kanal, das heißt mit ganz vielen Stempeln hoffentlich im Gepäck aus dem neuen Weihnachtskatalog, in die Türkei und werde da das ein oder andere Projekt gestalten und hochladen und nebenbei hoffentlich eine ganz tolle, entspannende Woche haben. So, tschub, tschub. Jetzt wird zusammengeklebt. Also als erstes kleben wir das Bötchen. Nicht mit diesem Kleber, der ist verstopft. Das hat der Nachteil von diesen Präzisionsfläschchen. Das ist, aber wenn man ganz dünnen Draht hat, kriegt man das auch wieder frei. Also, da ist er. Und jetzt mache ich hier wirklich nur am unteren Rand ein bisschen Kleber drauf und versuche das. Das ist falsch. Machen wir hier die Welle hin, ne? So. So. 3D und gerade ist zwei Anforderungen auf einmal. Wobei, welche Welle ist schon gerade? So. Okay. Wie unglaublich süß. Ich bin verliebt in diese total niedlichen Happy Hippos. Und ich sag's euch, die Karte ist fertig. Wenn ihr auch so tolle Nilpferde haben wollt zum Stempeln, dann bestellt ab 1. Juli bei mir. Da gibt es die nämlich gratis zu jeder Bestellung. Ab 60 Euro könnt ihr da gratis Produkte aussuchen. Und da ist eben das Nähpferd dabei. Und wenn ihr nochmal, oder ihr könnt auch für die ersten 60 Euro, wenn euch die Stanzformen gefallen und sagt, ich habe Tiere, die da reinpassen. Vielleicht, was hatten wir denn? Erdmännchen hatten wir schon. Schafe. Ich nehme die Schafe. Dann dürft ihr auch nur die Stanzformen natürlich nehmen. Ihr sucht euch aus, was euch gefällt. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ich mache auch immer wieder mal Sammelbestellungen. Da könnt ihr Porto sparen. Und ich freue mich unglaublich über jede Bestellung, die mich erreicht, weil damit unterstützt ihr mich, meinen YouTube-Kanal und mein kleines Online-Business unglaublich. Aber ihr könnt mich auch völlig kostenfrei unterstützen mit einem Daumen hoch, mit einem Abo und einem lieben Kommentar, damit der Kanal sich vergrößert und verbreitet. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen sonnigen Sommersee-Nachmittag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!